Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sollen jetzt das Dorf der Army säubern. Was kommen denn hier für Gestalten? Okay. Jetzt passen wir mal hier ein bisschen auf, nicht dass hier irgendwo die Army rumläuft. What the fuck? Lass die Leute in Ruhe, du Penner. Ist mir lieber. Und einiges lieber. Heute Tasche fast voll. Au, ich brenne. Zack. Na du miese Penner. Oh shit, der kommt auf mich zu, der Penner. What the fuck? Du bist tot. Oh, der lebt noch. Okay. Den hier erstmal looten. Oh shit, ich brenne. Na, kommt runter. Okay, der ist tot. Möchte ich den hier schnell looten? Ist der jetzt gestorben? The fuck? Habe ich jetzt alle? Ach, da unten läuft noch einer. Den habe ich kurz auf der Map gesehen. So, der nächste bitte. Stirb. Oh shit. Von wo? Der Heli? Nicht euer Ernst, oder? Ja, der Heli sieht mich. Der runter? Oder wie sieht's aus? Ja, genau, lass deine Leute raus. Komm schon. Lande. Stirb, du Motherfucker! Au. Oh shit. Okay, die sterben nicht. Au! Shit. Die kommen von überall. Okay. Au. Shit. Erstmal heilen. Okay. Vier Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Hilf Badra. Okay, dann mal los. Okay. Der ist tot. Wo denn? Muss ich da rein? Schrei doch nicht so. Okay, hierauf. Bist du ein Idiot? Oh, shit, ich habe keine Munition mehr. Shit. Ah, jetzt habe ich wieder 30 Schuss. Okay, wie kann ich dir helfen? Au. Soll ich da rein? Ah ja. Wo bist du? Ist wahrscheinlich unten. Lol, die liegt im Feuer. What the fuck? Und bam!
denn jetzt los? Ich bin okay. Oh. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Die soll eine Göttin sein. Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Okay. Shit. Das waren Wohnhäuser. Da haben Menschen gelebt. Leben wurden heute zerstört. Häuser kann man reparieren. Bla bla bla. Gib mir doch am Arsch vorbei. Okay. Der goldene Pfad muss Pagan und seine Anhänger töten. Halt die Fresse. Bruder, wir müssen reden. Jo. Zabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyra ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder! Okay. Dann rette ich mal die Geiseln. Hui! Ah. Oh. Das war nicht so cool. Das war wohl ein Achsbruch oder so. Ja, jetzt leuchtet die Motorlampe schön auf. Aber ist doch egal. Kein Ding für uns. Wir steuern auch so ein Fahrzeug. Rechts rum. Wir zerstören das Auto immer mehr. Die Windschutzscheibe ist auch schon weg. Ja, da wäre ein neuer gestanden. Aber no, Sir. Wir bleiben schön in den kaputten hier. Okay, 250 Meter. Noch 200 Meter. Ja, sind wir ja gleich da. Oh, shit. Oh, hier rauf. So. Lol. The fuck? Wer hat mich da gerade fast gesehen? Einen haben wir. Ah. Können wir hoch? Na, schleichen wir uns doch mal von der Seite an. So, rauf hier. So, hier noch rauf. Okay. Alles klar. Oh, sehr schön. Oh, ein Pfeil. Ja, komm, nimm. Eine Waffe können wir uns von denen immer noch klauen. Oh, shit. Den treffe ich nicht. Komme ich hier irgendwo rauf? Nee. Jawohl. Den habe ich mir geholt. Da oben ist eine Geisel. Okay, was hast du denn so dabei? Pfeile. Kleine Schnapsflasche. Okay, ist hier auch noch einer? What the fuck? Shit, der war zu hoch. Okay.
What the fuck? Schön aufgeschlitzt. Okay, komm her. Stell dich mir. Na? Da habe ich gewonnen. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Das verspreche ich dir. Geiselrettung, Mission beendet. Und zum Schluss heißt es dann, Lakshmana existiert gar nicht. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, genau so dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Wieso nicht? Ich kann das schaffen, Anita. Amita. Okay, dann auf zum Außenposten. Los geht's. Vorher. Oh, läuft der voll auf die Straße. Bist du krank im Kopf oder so? So, erstmal was verkaufen hier. So. Verkaufen. Weg mit dem Shit. Okay. Ja, gut. Dann haben wir wieder alles. Kaufen und anpassen. Was haben wir hier denn? Waffen. Hat der irgendwelche Teile dabei hier? Läufe? Nichts? Nee. Nee. Der hat ja nichts dabei. Ja, komm dann. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Nö. Das ist ja verrückt. Ich verschwinde von hier. Sind das Gegner? Ja. AJ. Jo. Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Bist du bescheuert? Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Was für ein sinnloser Funkspruch. Alter. So ein Vollidiot. Okay. Jetzt ist das Quad gleich wieder kaputt. Oh, shit, shit, shit. Ich bin tot. Oh, scheiße. Übergriff, okay. Ja, habe ich hier ein Auto in der Nähe? Ach, nö. Jetzt habe ich hier kein Fahrzeug in der Nähe. Oh, shit. Kann ich irgendwo schnell reisen? Oh. Kann ich hierhin schnell reisen? Nee. Oh Mann, ich habe noch gar keine Schnellreise. Oh, dann auf zu dem Fahrzeug. Fuck, shit. Würde ich mal sagen. Moment. Hallo? Ihr habt mich doch gehört, oder? Leute? Ja, ihr habt mich gesehen. Halt sofort an! Ja, haltet ihr doch an. Ich brauche einen Wagen. Kommt mal her hier. So. Gib mir deinen Shit. Und gib mir auch deinen Shit. Geldbeutel fast voll. Das sollte ich mal ein bisschen Geld ausgeben, würde ich sagen. Okay. Fahrhilfe an. Reise zum Wegpunkt. Alles klar, los geht's. Schießt da jemand auf mich? Na, ich hätte links rumgemüsst. Oh, nee, ich will ja nicht zum Wegpunkt. Ich will zur Mission.
nicht zum Wegpunkt. Und ich habe epileptische Anfälle. Nö, kenne ich nicht. Hier rum. Man erzählt sich, dass Yuma, Pagans rechte Hand, jetzt für ihn verantwortlich ist, nachdem K.I.O. bankrott gegangen ist. Wie der geflogen ist. Ja, ziemlich furchtbar. Außenposten. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten, ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP-Bonus. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Schnellreisen, Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Jawohl! Ja, viel Glück dabei. Dankeschön. Oh shit, shit, shit. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Oh, 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 oh. Okay, erstmal ein bisschen ausspionieren hier. Den hier. Okay, waren das alle? Was kann ich jetzt mit den Elefanten machen? Zerstöre Käfige, um gefangene Tiere zu befreien und Gegner abzulenken. Okay. Der schießt einfach mal so, ist er bekloppt. Okay, wie? Kann ich den irgendwie einen Stein werfen oder so? Lol. Es hat funktioniert. Das muss ich mir genauer ansehen. What the fuck? Lol. Das ist, Alter, ist der stark. Nein, 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 nein. Nicht sehen, nicht sehen. Wer hat mich jetzt gesehen? Lol. Alter, wie die fliegen. Komm schon, kill den. Muss ich dem Elefant wohl mal helfen. Was? Erfolg freigeschalten. Vorsicht geboten. Okay. War das einfach. Okay, ja, da haben wir einen neuen Außenposten. Ich habe nur einen gekillt. Oh, was kommt jetzt? Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Nein. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Ja, natürlich werde ich das. Wenn meine Eltern schon die Gründer waren. Sieht aus, als würde ich bleiben. Schnelle Entscheidung. Akt 1 beendet. Das war wohl das Tutorial jetzt. Haben wir das endlich beendet? Willkommen in Kyrat. Erfolg freigeschaltet. Fähigkeiten. Lass Koop-Modus spielen. Der Koop-Modus ist jetzt freigeschaltet. Um mehr zu erfahren, besuche Hurk. Suche nach dem H-Symbol in der Nähe. Du kannst auch M drücken und zum Taktikmenü so gelangen und den Abschnitt Koop-Modus spielen lesen.
Und im Koop-Modus, um im Koop-Modus zu spielen, musst du online starten oder online fortsetzen. Im Hauptmenü gewählt haben. Alles klar. Fähigkeiten! Wir haben, wie viele Fähigkeitspunkte? Wo sehe ich das? Ah, 5. Wow. Okay, das hier haben wir schon. Konzentriertes Fahren. Der Tiger, der Elefant, was haben wir hier? Elefantenreiter, halte E, um auf allen Elefanten zu reiten. Stürme dann los und zerschmettere Gegner. Hört sich gut an. Nehmen wir mal. Okay, Nashornhaut. Du erleidest wenigen Schaden durch Feuer und Explosion. Nee. Doppelt so viele Blätter von einer Pflanze zu sammeln. Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Nee, Heilspritzen erneuern. 4 deiner Gesundheitsfelder. Ich habe nur 1. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Damit hast du insgesamt 3. Natürlich. Damit hast du insgesamt 4. Okay, was haben wir hier? Tod von oben. Ach so, genau. Das war das. Beute Takedown. Den hier möchte ich. Jawohl. Alles klar, dann haben wir 0 Punkte. Elefantenreiten. E halten, um auf einen Elefanten aufzusitzen oder von ihm abzusteigen. Drücke Shift, um loszustürmen und Objekte zu zertrümmern. Drücke F, um den Gegner zu zerschmettern und zu werfen. Oder um andere Elefanten in der Nähe anzulocken. Cool. Da haben wir schon das H-Symbol. Und die Map hört hier auf. Okay. Unentdecktes Land scheinbar. Wie sieht das denn auf einmal aus? Okay, na dann würde ich sagen, war's das wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein und ciao.